Jetzt hier, Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play Siege of Zelda Twilight Princess. Ja, wir werden jetzt eine Mission machen. Wie hast du nur hergefunden? Das ist ja ein vergessenes Dorf. Wir haben hier 30. Nein, maximal 20 dürfen es sein. Jedenfalls haben sich ein paar der Katzen, die früher hier lebten, wieder ins Dorf angesiedelt. Ich denke, es dürfte nicht zu viel für dich sein. Könntest du dich nicht ein wenig mit ihm beschäftigen? Du bist ja richtig nett. Du musst einfach nur mit den Katzen einmal reden, damit sie sich nicht einsam fühlen. Aber wenn du das doch verlässt, bevor du mit angeredet hast, musst du natürlich wieder von vorne anfangen. Ach ja, du musst ja auch noch wissen, wie du mit ihnen reden kannst. Du musst sie von der Seite ansprechen. Also, alles klar. Also jetzt, kannst du sagen, dieselbe Musik, nur dass wir diesmal mit Katzen reden. Man könnte meinen, auch gar nicht so schwer. Da gibt's ein kleines Problem. Das... Miau! Das ist lustig! Nummer eins! Das Problem ist nämlich, dass sie uns hinterherkommen. Und das kann dazu führen, dass ich natürlich sie wieder nochmal anspreche. Und hinzu kommt noch, dass sie sich auch... Ja, auch manchmal so sich verstecken und erstmal gucken, wo sie sind. Und glaubt mir, Leute, es ist ziemlich entnieren frustrierend, wenn man schon eine Katze gesprochen hat und sagt, okay, haben wir nicht schon mal gesprochen? Ja, das ist lustig. Nummer zwei. Gut, dann bleib bitte hier, ja? Miau, das ist lustig. Nummer drei. Wenn ich rüberspringen... Ich hoffe, das haben sie jetzt besser hingekriegt, weil das ist nämlich echt lästig. Ich will erstmal die alle im Häusern aufsuchen. Weil so kann ich die halt ausschließen. Ja, das ist lustig. Nummer vier. Das ist hoffentlich kein Problem, dass ich mir in der Anwesenheit der Katzen wieder nicht so verwandle, oder? Übrigens, wenn man ein richtiges Arschloch ist, kann man die Katzen nehmen, so den Arm und anschließend sie in der, einfach ins Wasser werfen. Ist zwar nicht nett und dann reden die Katzen nicht, da muss man wieder zum Wolf werden und mit ihnen reden. Aber warum soll ich das tun? Ja, das ist lustig. Nummer 5. Da war doch noch eine. Ja, Hallöchen. Ja, das ist lustig. Nummer 6. Okay. So. Komme ich hier irgendwo hoch? Nee. So. Tja. Ja. Ja, mit dir habe ich geredet. Ja, es ist lustig. Nummer 7. Ach, doch nicht. Okay. Aber es ist wirklich nicht... Weil die ja auch aufstehen und hinterherlaufen, ist das auch nicht gerade einfach. Entschuldigung. Hab mich verdrückt wieder mal. Ja. Warum Link sich da auf einmal nicht festhalten will? Gut, dann vielleicht so. Okay. Ich hoffe, sie haben es wirklich mal gefixt. Weil es ist wirklich nervig, dass man immer dieselben Katzen anspricht.
Ja. Aha. Da muss ich hier darüber springen, um da hinzukommen. Mit dir habe ich noch nicht gesprochen, oder? Ja, das ist lustig. Nummer 8. So. Da ist ein Kätzchen, mit dem wir reden wollen. Ach, das ist doch nicht wahr. Oh. Danke, Link. Jetzt musst du dich schon wieder mal wie... Willst du mich verarschen? Obwohl, warte mal. Vielleicht ist es doch einfach ratsam, das einfach zu zerstören, das Fenster. So. Ah, so kann ich mit mir nicht reden. So. Ja, das ist lustig. Nummer 9. Das ist hier keine. Ist hier noch irgendwo eine Katze? Ah ja, wusste ich's doch. Ja, das ist lustig. Nummer 10. Gut, die Hälfte hätten wir. Aha. So. Mit dir habe ich schon geredet, oder? Ja, dann lauf mir nicht hinterher! Das ist so. Moment mal. Wo ist die Katze, die in der Gasse war? Jetzt erzählt mir nicht, die ist jetzt aufgestanden und hinterhergelaufen, das blöde Viech. Oder habe ich mich in der Gasse geirrt? Ich hoffe es. Ach, das ist doch nicht wahr. Das blöde Viech hat die Gasse verlassen. Ich hab's dir ja nicht angesprochen. Nein. Bist du das? Nummer 11. Okay. Ich habe mich erinnert, dass es so eine dunkle war. Ja, dann lauf mir nicht hinterher, du doofes Viech. Ja, das ist lustig. Nummer 12. Ich brauche also noch 8. Ich habe schon gesagt, dass ich das hasse. Ja, guck mal, die laufen mir hinterher, die blöden Viecher. Nummer 13. Und, du? Ja. Ja, dann lauf mir noch... Alter, hör auf, mir hinterher zu laufen. Okay, ich habe jetzt 7, müsste ich noch. Die lasse ich erstmal. Wehe, du läufst mir hinterher. Da hinten? Ja. Ach, Moment mal, ich habe mit den Katzen noch gar nicht gesprochen, die hier sind. Ja, das stimmt, ja. Nummer 14. Ja. Nummer 15. Ja, mit euch habe ich doch schon... Ja, dann rede mich nicht an! Wir sind doch Freunde. Ja. Versteht ihr, warum ich das hasse? Moment mal, ist hier noch einer? Nö. Mit dir habe ich doch schon gesprochen. Nummer 16, doch nicht? Okay, jetzt brauche ich noch 4. Und jetzt wird's schwierig. Ach ja, auf keinen Fall hier reingehen, sonst ist es nämlich... Nummer 17. Ja, jetzt brauche ich noch 3. Okay, bitte 2. Mit
der habe ich schon gesprochen. Nummer 18, doch nicht? Ja. Die letzte Katze fehlt mir noch, die letzte Katze. Man erkennt auch nicht, welche Katze man noch nicht angesprochen hat. Ist ja nicht so, dass die sehe ich. Da kommen wir nicht. Ist ja nämlich nicht so, dass die sich irgendwo. Dass die so sitzen bleiben oder so. Nummer 19! Oh! Dann hör. Ja, wir haben uns getroffen. Und jetzt will ich zum letzten, der da hinten ist. Hallo! Miau, das ist lustig! Nummer 20! Wahnsinn! Wir sind alle Freunde! Sag schnell dem Boss der Hühner Bescheid! Ja? Sag mal, sag schnell dem Boss der Hühner Bescheid! Okay. Zack. Das ging ja wirklich besser, als ich erwartet habe. Also, ich hab... So, ich hab jetzt... hallo! Du hast also mit allen geredet. Na, herzlichen Dank. Dein Preis findest du vor dem Haus der alten Frau. Vergiss ihn nicht mitzunehmen, wenn du das Dorf verlässt. Was soll man so sagen? Dein Lohn ist vor dem Haus der alten Frau. Danke. Vielen, vielen Dank. Beim nächsten Mal weiß ich, dass man auf dich zählen kann. Ja. Komm bald wieder vorbei. Also die Sache ist ja eigentlich gar niedlich, so mit den Katzen zu sprechen. Und ja, hier kriegen wir ein Herz dann. Aber ich weiß nicht, ob sie es gefixt haben. Oder ob ich hier nur einfach Glück hatte. Weil bei der Campy-Fusion, oh, das war ein Krampf, Leute. Das war ein Krampf vor den Herren. Das war wirklich ein Krampf gewesen. So, jetzt holen wir mal das ab. Habe ich das nicht schon alles erledigt? Tschüss! Ich löse mich in schwarzen Pixel auf. Ich muss auch wirklich sagen, so diese schwarzen Pixel finde ich einfach endgeil. Es gewisse etwas. Puh, was aber weniger enger ist, ist mein Hochladen. Weil, also, das Hoch, nicht nur, dass es länger dauert, also damit kann man sich arrangieren, aber blöd ist dann halt, wenn man was hochlädt und es dann nicht angezeigt wird. Also bei ZW, bei den Videos ist das nicht aufgelistet. Und ich hoffe, dass es diesmal funktioniert. Naja, jetzt hast du ein Video, aber ich hochgeladen und... Hat der eine Tasche über dem Kopf? So ein Seesack? Egal. Da will ich auch mich gleich auf den Weg machen und zu Jago und es in die Hand drücken und so. Hör mal los. Die Zeit ist gekommen. Dies ist die siebte und letzte okkulte Kunst, die ich dir lehren werde. Diese letzte okkulte Kunst ist eine äußerst geheime Technik, die den ganzen Mut derjenigen verlangt, der sie ausführt.
Bist bereit, diese Kultur zu erlernen, wie du ein wahrer Heldmeister kann? Jupp! Also gut. Und so verzeiht man auch mal, dass ein Sport wird das. Irgendwie nochmal. Ja, ich muss nochmal ganz kurz gucken. Riesensprungattacke. Ach, natürlich! Ich weiß es wieder. Während der Kasse kannst du nicht dich verteidigen. Schätze den Abstand deiner Gegner, genau. Okay. Link? Sehr gut, du hast dir meine okkulte Kunst tatsächlich zu eigen gemacht. Das war die letzte okkulte Kunst, die Riesenwirbelattacke. Letzte Kunst, Riesenwirbelattacke! Du beherrschst die Wirbelattacke, eine der Basistechniken des Schwertkampfes. Nur, da du zahlreiche okkulte Künste gelernt hast und den Geist eines wahren Helden besitzt, kannst du die Macht der Wirbelattacke verstärken. Aber du kannst diese Kraft nur aufbringen, wenn du voller Lebensenergie bist. Also, Full Hearts. Also dann, greif mich mit einer Wirbelattacke an. Eine hervorragende Technik. Ich sage dir nochmal, wenn du keine volle Lebenskraft hast, kannst du diese Technik verwenden. Vergiss das nicht. Damit hast du die letzte okkulte Kunst, die Riesenwirbelattacke, erlernt. Du hast die Riesenwirbelattacke erlernt. Wenn du bei voller Lebenskraft in den Wirbelattacke hast, hast du diese mehr Effekt. Nun hast du alle okkulten Künste gelernt. So wurde ich als Held geboren, aber danach konnte ich niemand Wissen vermitteln. Endlich habe ich dies nachgeholt. Du, der du zahlreiche Kämpfe überstanden hast und mit klarem Blick in die Zukunft schaust, hast die Macht, aus diesem Hyrule wieder das von den Göttern gesegnete Land zu machen, das es einst war. Adieu. Geh hin und zieh mutig in den Kampf, mein Sohn. Tja, jetzt ist die Frage, inwiefern meint er das mit mein Sohn? Ist es jetzt so eine Anrede, wie so ältere Männer oder und Frauen machen? Also, dass man da nicht unbedingt eine Verwandtschaft her ist? Oder ist dieser Link tatsächlich der Sohn von diesem Ritter? Das könnte eigentlich sein. Anderes oder beziehungsweise sein, wo er Nachfahre. Warum? Naja. Man muss, weil laut den Informationen, die ich habe, okay, kann auch sein, dass das jetzt hier sie, was sich geändert hat, ist dieser Stahlforce-Krieger, okay, das ist wenig falsch, also ist dieser Ritter der Link aus Ocarina of Time. Ja? Da staunt ihr. Kann auch sein, dass es wieder, naja, gecancelt wurde. Kommt ja auch häufig vor. Das ist, was sagt ihr? Ich finde das so geil, wie... Also... Also, deswegen... Ja. Ich bin jetzt so gerade selbst am Überlegen, ob das könnte tatsächlich sein, dass tatsächlich das Twilight Link eigentlich sozusagen der Nachbar von den Ocarina of Time Link ist. Das hieß also, dass der Link von Ocarina of Time nicht mit Zelda zusammengekommen ist. Obwohl, naja, wenn man eigentlich an das Ende denkt, dann war es tatsächlich eigentlich der Fall, dass sie ja nicht zusammengekommen sind. So, wo ist das denn hier? Flussoberhaupt. Da wollte ich nicht hin.
Ich will da hin. Ach, toll, die Zeit ist rum. Ach. Ja, was? Ich wollte einfach da schnell einen Geist holen. Ach. Okay, holen wir mal schnell den Geist. Da muss ich wirklich irgendwie langsam wirklich Feierabend machen. Sonst wäre das wieder ein harter Tag für mich. So. Ach übrigens, kleine Anime-Empfehlung. Miyuki, ja, Miyuki gibt's. Oh, ich habe ja Bruno hier gelassen. Entschuldigung. Ja, Miyuki, worum geht's da? Ist eigentlich eine Anime-Serie, die Tele 5 gezeigt hat. Naja, wenn man so das sieht, dann denkt man sich, das empfiehlst du denen allen Ernstes, weil erstmal die Zeiten ist nicht so berauschend. Also in Anführungsstrichen berauschend. Und es ist doch halt Slice of Life. Aber lasst euch bloß nicht von diesem simplen Zeichenstil täuschen, Leute. Weil die Story hat echt Humor und die Charaktere sind auch sympathisch. Und... Hallo. Komm, wir spielen zusammen. Der Post hier erklärt dir alles. Hä? Moment mal, ich kann noch was spielen? Ja, Mensch, ich muss ja hochkommen. Also, ja. Okay, worum geht es da bei Miyuki? Nun ja. Man hört und staune. Die Titel gegen Miyuki gibt's zweimal. Also einmal Miyuki Kashiba und einmal Miyuki... Oh. Was? Nee, nicht... Oh, toll, jetzt fällt mir der Nachname nicht ein. Also auf jeden Fall, es geht um Masato. Hato, eigentlich ein ganz... Also ein Durchschnittsjunge, der mit seinem Schwarm zusammenkommt. Was eigentlich so nicht so schlimm ist. Und das ist halt die Bisake Miyuki Kashima. Das Problem... Ist doch nicht wahr. Was soll der Scheiß? Na, endlich. Schon der zweite Geist, der so Menschen tut. Ja, okay. Eigentlich läuft es eigentlich ganz gut. Okay, seine Freunde, obwohl Freunde kann man eigentlich nicht dazu sagen, weil sie manchmal richtige Kameradenschweine sind, machen es ihnen nicht das Einfache und, und irgendwann bekommt er wieder Besuch. Und zwar von seiner Schwester Miyuki. Wohlgemerkt seine Stiefschwester. Und da fing halt, das Love Triangle schlechthin an. Okay, jetzt kann man sich... Jetzt muss ich auch ehrlich sagen, ich bin kein Fan von Love Triangle halt. Aber das hat mir irgendwie angefangen, weil der Humor ist ganz witzig. Ah, du bist es? Und Lust auf einen Job, für den wir nicht geredet haben? Hä? Was für ein Job? Also weißt du Bescheid? Dann viel Erfolg. Hä? Was für ein Job? Moment mal. Ich kann den noch mit dir normal reden? Okay. Na gut, aber das machen wir in den nächsten Part, weil... weil das kennen wir, weil es ist schon über die Zeit. Also Leute... Ja, bist fertig? Also dann, siamatane.